Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Anni Wolfsohn. Mein Name ist Carlos Calanta. Und willkommen zu Chips und Kaviar. Der Podcast für euch. Für aktuelles Zeitgeschehen für und andere schwachsinnige Dinge. Oder ich weiß nicht ganz genau was. Du hattest deine Lippen komisch verformt. Ich hab's auch. Du hast mich noch nie so gesehen, ne? Nee. Ja, übrigens, Leute, ihr könnt uns auch sehen, das wissen die wenigsten. Ah. Ihr könnt uns immer noch, was ist immer noch? Wir machen dieses ganze Ding mit drei Kameras auch auf YouTube. Drei Kamera-Podcast. Wir suchen immer noch ein Studio. Das stimmt. Bis dahin haben wir hier diese kahlen Wände mit diesen Spaghetti-Jungs an der Wand. Das sind Spaghetti-Jungs, oder? Die tragen Spaghettis? Wie Spaghetti-Jungs? Das sind Spaghetti-Jungs, oder? Was, die tragen doch Spaghettis, diese Jungs im Hintergrund. Ah, ich dachte immer, das ist Weizen. Ja, okay. Also für alle Leute. Aber das ist ja Spaghetti. Oder? Ja. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall. So Klischee-Italiener. Richtig schlechter Einstieg für alle Leute, die das gerade nur hören. Oh, das ist ein Teaser. Aber die 10 Leute, die uns auf YouTube sehen, die können das gerade feiern und wertschätzen. Korrekt. YouTube wächst. YouTube wächst. Wie der Podcast. Und uns geht es auch nach wie vor um Expansion. Genau, und dem Virus auch. Ich gucke hier immer wieder bei Spiegel Online einfach so. Ja, wie sieht's aus? Es ist so wie, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ungefähr derselbe Spaß. Das ist eine der Sachen, wo Leute einfach den Spaß vom Update haben. Leute, die Aktien haben, checken rein. Live-Ticker. Ja, oder so. Oder wenn du im Wettbüro, wenn du so spielsüchtig bist, dann guckst du so, was machen die Pferde, was macht die dritte Liga in Mosambik so? Ah, okay. Ja. Und es macht Spaß, es zu aktualisieren und zu gucken, hey, krass, wie viele Menschen haben sich mit dem Virus infiziert? Wie viele sind geimpft? Ich habe gestern eine richtig tragische Story gehört. Das war in der Tagesschau, glaube ich. Mhm. Weil es gab gestern so eine Gedenkfeier in Berlin für Corona-Tote. Steinmeier hat da irgendwie. Steinmeier, genau. Wenn ich irgendein politisches Amt hätte, dann gerne Bundespräsident, glaube ich. Ja. Einfach so, du bist gut gekleidet, hast eine geschriebene Rede, performst die einmal. Genau, und du musst immer den richtigen Ton treffen. Das ist alles, das ist dein ganzer Job. Du bist ein Sprachrohr. Du bist einfach wie die Royals in England, aber ohne den ganzen Mindfuck. Es ist immer noch, du wirst rein und raus gewählt, dein Vater ist nicht irgendwie dein Chef gleichzeitig und deine Mutter ist nicht auch dein Chef. Deine Kinder werden das nicht auch unbedingt tun müssen. Der Bundespräsident ist Royals mit weniger Psychoscheiße. Mhm. Der lebt ein ziemlich entspanntes Leben, oder? Ja, ich glaube, das ist Frank. Und ich habe das Gefühl, er hat seinen Ton direkt geändert, als er so das geworden ist. Mhm. Weil davor, als er so war Außenminister und davor war er, glaube ich, irgendwie einfach nur so ein Typ in der zweiten Reihe. Mhm. Und da hat er noch so geredet wie Eddie Murphy oder so. Wie hey Eddie Mann. Murphy, er hatte den Lederanzug an. Hey Mann, was geht ab? Und jetzt redet er sehr langsam. Er war der Esel bei Dr. Doodle. Keine Ahnung. Gab es da einen Esel? Was? Ich weiß nicht. Ah, aber auf jeden Fall hat Eddie Murphy, glaube ich, auch den Esel gesprochen bei Shrek. Stimmt. Eddie Murphy plant jetzt auch ein Comeback. Oder hat er geplant. Hm. Es gibt eine richtig coole Folge von, falls es die Leute nicht kennen, What the Fuck with Mark Maron. Und er hatte einer der größten Podcasts. Einer der größten Podcasts, glaube ich, ja. Yeah. Und er hatte Eddie Murphy interviewt und das war ziemlich cool. Also eigentlich hatte er geplant, jetzt nach seinem Film, der auch total gefloppt ist anscheinend, oder? War das nicht irgendwas 2? Ja, der Prinz von Zamunda. Nee, ist das Coming Back to America? Ja. Coming to America heißt es, glaube ich. Der erste Teil wahrscheinlich und jetzt heißt es Coming Back to America. Nee, ich glaube, das heißt jetzt einfach sozusagen Coming to, also einfach mit einer 2 to America. Irgendwie sowas nice gelöst. Richtig nice gelöst. Und er hatte eigentlich vor, eine Tour im Anschluss zu machen. Mm. Aber durch Corona kein Eddie Murphy. Leider keine Eddie Murphy-Tour, keine Carlos Calanta-Tour. Eddie Murphy und ich sind von der Pandemie gleich betroffen. Ja, wer auch gecancelt wurde, und es war comichaft, war heute mein Sitzplatz. Es gibt ja in der Pandemie gerade aktuell nicht so viel zu tun. Mhm. Man kann einfach nur einen Kaffee holen und sich auf eine Bank setzen. Genau das hatte ich vor, um unseren fabelhaften Podcast mich vorzubereiten, aber einfach nur ein bisschen Zeitung zu lesen oder so und einfach zu checken, was heute so in der Welt abgeht. Mit einem Kaffee in der Hand ausgestattet, gehe ich in diesen kleinen Park, okay? Ja. Und dann alles, was du willst, ist ein Platz. Genau. Und fast alle Bänke sind besetzt, bis auf eine Bank. Und ich denke mir, diese nehme ich, weil die ist nicht besetzt, okay? Und dann so wirklich comichaft, kurz davor, also so ein paar Meter bevor ich auf der Bank bin, setzen sich richtig laute Assis. Okay. Mit ihrem Kind und Hund und machen das Ganze wirklich
also ungenießbar. Also ich habe mich dann trotzdem hinsetzen können. Wie, aber hatten sie dir deine Bank genommen oder die Bank daneben? Nee, da waren zwei Bänke, also es waren sozusagen so zwei kleine Bänke so an diesem Ort. Und das war für mich so komplett comichaft. Mhm. Und das Komische auch, ich weiß es nicht, aber man hat ja gewisse Vorurteile, ja? Mhm. Niemand ist frei als Mensch von Vorurteilen, ja? Nein. Wir können das vielleicht versuchen zu kontrollieren, weniger auf die einzugehen oder weniger in diesen Mustern zu leben, aber wir alle haben die, ja? Ich habe und ich habe, glaube ich, welche, und zwar sind die positiv, ja, bei lesbischen Frauen. Mhm. Die wurden heute gebrochen, diese positiven. Oh, das waren asoziale, lesbische Frauen. Die waren so richtig, so irgendwie, keine Ahnung, sie waren so besoffen und bekifft und hatten dieses Kind bei oder so. Also die waren so wirklich. Wo hatten die das Kind? Ich weiß nicht, aber haben die sich geküsst? Auf den Mund? Die haben sich nicht geküsst, aber es würde mich wirklich sehr wundern, wenn die keine Lesben wären. Hey, könnt ihr euch mal bitte auf den Mund küssen? Ich muss das hier kurz. Ich glaube, ich muss meine Vorurteile überwinden. Ja. Wer von euch hat das Kind? Nee, aber auf jeden Fall war das für mich comichaft, wie das in diesem Moment da passiert ist. Also es war wirklich so, als würde ich gerade in Shorts rausgehen, weil die Sonne strahlt. Ja. Yeah. Weißt du? Yeah. Und dann gehe ich raus und dann regnet es. Aber das ist irgendwie so ein, eigentlich sagt man ja, ich finde die Bank, deine Situation, ist ja ein bisschen eine Metapher, sagen wir mal so, Metapher auf so Wohngegenden und Mietpreise, sozusagen. Quasi deine Bank war plötzlich, obwohl sie noch frei ist, weniger wert wegen schlechter Nachbarn. Aber eigentlich ist es ja so, das Klischee, dass wenn Homosexuelle in deine Gegend ziehen, dass die Preise eher steigen. Ah ja, weil sie die aufwerten. Ja, weil sie oft besser gebildet sind, kulturell, bla bla. Mhm. Das ist einfach so bessere Menschen oder so sauberere und so weiter. Also diese Lesben waren schlechtere Menschen. Ja. Deswegen, das Klischee wurde da, deswegen hast du eher weniger Vorurteile jetzt. Deswegen. Man muss ab und zu asoziale Lesben sehen, ja, um zu verstehen, alle Menschen sind gleich. Ja, deswegen, und das ist zum Beispiel, ich glaube, Rechte haben ein bestimmtes Bild von Ausländern. Ja. Yeah. Von dem ungebildeten Ausländer, der sehr aggressiv ist und irgendwie so ein Schläger oder irgendwie sowas in der Art. Und deswegen ist es für die sehr wichtig, mal Gebildete zu sehen. Bitte wegschalten. Weil ich weiß nicht, was wir sind. Ja. Yeah. Wir sind, ich würde schon sagen, wir sind nicht ungebildet, wir sind ein bisschen so, wir sind schon gebildet. Ja, halbwegs, ja. Ja, aber nicht gebildet. Ja, nicht, ich glaube, wir passen in kein Muster, weil dann bestimmte progressive Linke, so, die … Ich glaube, wir fallen wirklich durch alle Raster, ohne uns jetzt hochzuschnacken, weil wir sind keine Kennex oder so, gar nicht. Ja. Wir sind aber auch jetzt nicht so woke, so Uni-Ausländer, so richtige. Ja, ja, ja. Ich war es früher ein bisschen eher noch. Ja, ich war es. Ich glaube, du warst es nie. Nee. Ich habe mal Sandalen draußen getragen. Ich weiß noch, als du dich mal darüber aufgeregt hast oder so, dass Leute teure Autos besitzen oder sowas in der Porsche Art. Oder war das fahren. Thema. Porsche, genau. Und Lambos. Das war eine der ersten Diskussionen, die wir hatten, oder? Ja. Weißt du noch wo? Hasir, da waren wir witzigerweise nur einmal, glaube ich, oder so. Und das Hasir am Kotti, echt gut, übrigens. Ja, habe ich auf jeden Fall gut in Erinnerung. Das ist übrigens kein Geheimtipp, ich glaube, das ist so ein richtiger. Eine türkische Grillkette. Ja, daran erkennt man, dass du durch alle Raster fällst. Das eine ist türkische Grillkette. Zu Hasir sagst. Ja. Aber genau, ich kann mich noch daran erinnern. Ja, aber Props dann an mich selber, weil ich bin jemand, ich halte mich vernarrt an meiner Position fest. Du hattest bessere Argumente und ich habe dann am Tisch direkt gesagt, ja, okay, du hast recht. Stimmt. Das war ein dummes Argument. Ich habe dann sofort gemerkt, wie du ein Rasterlöckchen von dir ablegst. Du hattest ja früher Rasterlocken. Nein, Spaß. Ich habe mich sogar selber gerade gefragt. Ich weiß. Hatte ich Rasterlocken? Ja, ich weiß, was ich das da gerade selbst gefragt. Aber hattest du Birkenstocks? Nein, ich habe das jetzt nur so gesagt. Ja, okay, ich war jetzt auch nicht so drauf. Aber Ich war ein bisschen studentischer. Ja, aber nicht komplett anders. Also ich weiß weiß. Aber auf jeden Fall auch auf dieser Bank, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ja, ich hatte diese Story immer im Hinterkopf, ich wollte die immer erzählen und habe immer vergessen, über diese Situation zu sprechen. Da gab es wieder den Moment, ich war auf der Bank, also auf einer anderen Bank, aber trotzdem da in diesem Park. Wie, okay? Jetzt ein anderes Mal? Ein anderes Mal. Yeah. Das sind so Parkgeschichten von Daniel Wolfson, okay? Mhm. So, ich brande die auch selbst. Hey, die Abenteuer des Daniel Wolfson. Naja, auf jeden Fall. Ich saß da mit einem Espresso, ja, und hatte irgendwie die Zeitung gelesen. Und dann konnte ich nicht anders, als ein Gespräch neben mir
So, man so kann manchmal nicht anders. Man kann einfach nicht anders, ja. Yeah. Und es war wirklich krass, weil es war eine Frau und die war so bleich, so weiß wie dieser Tisch. Wie dieser Tisch oder wie diese Wände. Also wirklich, also weißer ging es nicht. Also man konnte fast durch sie durchschauen. Das aber du meinst jetzt das wirklich auch optisch-physisch, nicht jetzt die Einstellung. So, ja, ja. Sie war einfach genau. Sehr helle Haut. Genau, ich wollte auch gerade witzigerweise sagen, das war nicht so White Supremacy, sondern es war einfach white. Ja. Yeah. Also sie war auch nicht stark oder so. Und darum geht's. Vitamin D-Mangel. Ja, sie war komplett in schwarz gekleidet. Oh. Ich weiß nicht, ob sie eine Krankheit hatte oder so, aber so das habe ich noch nie so gehört. Und das war krass, weil das war ein Tag, an dem die Sonne geschienen hat. Das war ein wirklich sehr schöner Tag. Also wirklich einer der ersten schönen Tage dieses Jahres sozusagen. Und ich hatte so Frühlingsgefühle, so wow, geil, so, ich habe diesen Kaffee, ich lese diese Zeitung so und ich höre dieses Gespräch. Du hattest Schmetterlinge im Bauch. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Und sie, ich weiß nicht, ob sie sozusagen wirklich so wie todkrank war, aber das habe ich noch nie in meinem Leben so aus erster Hand gehört. Mhm. Sie hat sich den Tod gewünscht. Oh. Sie hatte sowas gesagt. Sie war neidisch auf einige Leute anscheinend in ihrem Umfeld, die durch Corona gestorben sind. Sie hatte sowas gesagt wie bla bla, die haben schon den Hans mitgenommen, die haben schon die und die mitgenommen, wann nehmen die mich endlich mit? Irgendwie sowas in der Art. Okay. Das war wirklich krass, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das war voll krass. Interessant, wie unterschiedlich wir gerade diese beiden Bänke erlebt haben. Ja. Und diesen Moment. Und das Wetter. Und das Wetter, genau. Es war unglaublich, weil aber sie hat wirklich gesagt, die haben mitgenommen. Ja, oder er, oder ich weiß nicht mehr, oder Gott, oder so die Krankheit, oder ich weiß nicht was, aber das war so eine ähnliche Formulierung. Aber sie war komplett in schwarz gekleidet. Die war komplett in schwarz gekleidet. So ein Satanismus-Ding war? Nee, ich glaube, die war einfach so am Ende. Das war wirklich so, die war, glaube ich, ich weiß nicht was, also es tat mir auch leid, aber das habe ich so noch nie mitbekommen, aber die hat sich einfach nur noch den Tod gewünscht. Wow. Ja, die war so, wann nimmt er mich endlich? Oder wann, so irgendwie sowas. Er? Ja, oder ich weiß nicht, oder das Leben so. Also, krass, wann werde ich endlich genommen? Krass, aber hat es so eine religiöse Ebene, so mitgenommen werden? Oder? Das klingt so ein bisschen religiös. Irgendwie. Ja, vielleicht, aber das war einfach so, wann sterbe ich endlich? Also, das ist so enough. Also, so das reicht mir hier alles. Mhm. Und das war voll interessant, weil für mich ist es so, wow, krass, das Leben, ey, hier, also Frühling, also irgendwie, das alles beginnt. Also, wir machen diese coolen Sachen, so Podcasts und so. Und die war so, Mann, ich bin fertig mit dem Ding. So, es passiert nichts Geiles mehr in meinem Leben. Es war ultimativ depressiv. Ich hätte gern einen Podcast von ihr. Ich würde gerne einfach nur Das war voll traurig und ich glaube, ich habe noch nie einen Moment sozusagen so unterschiedlich erlebt. Also ich habe es so geil erlebt und höre, wie neben mir jemand eine völlig andere Experience hat. Ja, ich glaube, das gibt es öfter, als man denkt. Ja, aber man hört bloß die Gedanken nicht. Ne? Ja, ich glaube, es gibt voll viele Leute, die vielleicht Ähnliches denken, aber die sprechen es da nicht so aus. Ja. Wie, sie war mit jemand anderem da und hat es ihm genau gesagt. Genau, genau. Okay. Ja, ja, was sagt man dann? Was ja, sagt ja die hat einfach nur zugehört, so ja. Ne? Ja, ja. Recht so. Hast du. Ja, recht ja. Hast du. Ja, wirklich so in der Art. Also so halt in der Art. Wirklich. Also, ja, aber vielleicht war das irgendwie so eine Sekte oder irgendwie. Nein, es war keine Sekte. Die wollte einfach nur sterben. Okay. das gibt's. Naja. Willkommen im Frühling. Der April macht, was er will. Er macht aber wirklich, was er will. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie ein Spruch, wo man sich denkt, krass, wie der stimmt. Das wäre krass, wenn der April Autos klauen würde. Einfach nicht der April macht, was er will. So, ja, mein Auto ist weg. Ah. Was geht bei dir? Nicht viel. Ich habe hier gerade Spiegel Online offen, einfach nur aus Gewohnheit. Und ich aktualisiere ab und zu erstmal, um zu gucken, ob nochmal ein Prozentpunkt auf die Geimpften dazugekommen ist. Das ist mein Game. Aha. Und wir haben ja hier, wir sind gerade mitten im Chips und Kaviar Polit-Analyse im Kanzlerkandidaten. Noch, es ist gerade eine Phase von Politik, wo es sehr Big Brother-ich ist, sehr menschlich, sehr, sehr viel um Menschen geht und gerade gar nicht um Themen. Okay, okay. Es ist jetzt sehr gerade, es ist eine Deutschland-Casting-Show und Shoutout oder nicht Shoutout raus an die Grünen, sie haben es entschieden. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft, ich sollte weniger scrollen. Ja, du solltest weniger scrollen. Ich gehe hoch und runter. Ich scrolle die ganze Zeit hoch und runter, ja. Dings, Robert Habeck, er ist ein Held. Er ist ein Held. Er ist ein Held und er hatte die Wahl dazwischen, er ist ein Held oder was soll das, du Macho-Schwein, warum verhinderst du eine starke, willensstarke Frau? Ja.
Wir haben jetzt gerade noch mal ganz kurz einen Beitrag gesehen auf Spiegel. Ja. Und da wurde dann gesagt. Von ihrer Pressekonferenz. Genau. Und er hatte, wie heißt sie? Baerbock, genau. Und schlechter Name finde ich, glaube ich. Also finde ich für eine Bundeskanzlerin. Weil ich finde, Merkel ist ein sehr klarer Name. Das denkt man mittlerweile. Merkel war auch nicht so ein guter Name. Das stimmt. Sie hat ihn gut gemacht. Das stimmt. Aber Baerbock so, ja, wie genau schreibt man das? So. Das klingt wie so ein untergäriges Bier. Baerbock. Ja, das könnte so ein Hipster-Bier sein. Ja, also ich hätte noch ein Baerbock, so ein starkes. Mhm. Das Baerbock hat 6,2%. Mhm. Boah, 6,2 krass. Umdrehungen. Mhm. Boah, das Baerbock kostet 6,20 Euro die Flasche. Krass, aber damit schützen wir das Klima. Was kostet 6,20? Auf jeden Fall meinte Robert Habeck dann unter anderem, er hatte nur positive Worte, richtig? Ja, so nicht in der Position. Also, ganz ehrlich, ich bin übelst abgefuckt. Naja, oder ich bin genauso überrascht wie ihr, wenn er dann sowas sagt. Ja. Aber er hatte eine Sache gesagt, das fand ich witzig, weil das habe ich noch nie gehört, dass man das irgendwie über Männer sagt. Weil er nur als das. Ja, weil er hatte dann eine Aufzählung gemacht. Und zwar, ja, sie ist so toll, sie ist das und das. Und sie weiß ganz genau, was sie will. Und das finde ich voll witzig, weil, ja, das ist eine positive Eigenschaft. Nein, er hat gesagt, sie ist eine Frau, sie ist eine willensstarke Frau, bla bla bla. Und sozusagen, es war sehr gekoppelt daran, dass sie eine Frau ist, die genau weiß, was sie will. Ja. Und das finde ich voll witzig, weil bedeutet das, dass das andere nicht wissen? Ja, es ist so ein indirekter Diss an alle anderen Frauen, die nicht machthungrig sind. Ja. Krass, ihr machtunhungrigen Frauen, die einfach ein nettes Leben führen wollen. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Nee, das war nicht witzig, weil ich glaube, das sagt man nicht über Männer. So, Wenn, dann ist es negativ. Wenn, dann ist es ein machthungriges Schwein. Ja, Söder weiß ganz genau, was er will. Das ist so, oh mein Gott, den sollten wir nicht nehmen. Das ist ein Mann, der genau weiß, was er will. Das finde ich witzig, ey. Ich weiß nicht. Ja, aber es ist wirklich krass. Ohne Scheiß. Also, ich habe diese Sache ja nur so am Rande mitbekommen. Aber Habeck hätte gar nicht dagegen quasi ankämpfen können, inhaltlich. Ja. Er hätte gar nicht diesen Kampf führen können. Mhm. Das war völlig klar, dass wenn sie unbedingt will und nicht nachgibt, klar, dann ist quasi die Frauenkarte im Raum. Klar. Und er in der Grünpartei mit der Basis ist schachmatt. Ja. Und dann ist es egal, dann ist alles egal auf eine Art. Ja. Also sozusagen, sie wird auch qualifiziert sein, aber ich finde es interessant, weil, und es soll Leute, die uns hören, also sozusagen müssen es verstehen, es ist gar kein Diss gegen sie jetzt so doll oder irgendwas mit Frauen, das schon mal angesprochen. Ja, das schon mal gar nicht, Leute. Das schon mal gar nicht, aber es ist wirklich interessant, weil es da hieß, ja, bei gleicher Qualifikation sollte die Frau den Vortritt haben und das kann man als Prinzip in einer Gesellschaft, wo es noch voll die Ungleichheiten gibt, quasi in der Repräsentation in Spitzenjobs, kann man das so annehmen, kann sagen, okay, bei gleicher Qualifikation, aber die sind nicht gleich qualifiziert. Mhm. Habeck hat Regierungserfahrung, der Typ hat Ämter geführt, der hat mal einen Verwaltungsapparat geführt. Er war irgendwo Minister oder Ministerpräsident sogar, ich weiß es gerade nicht. Was möchtest du gerade damit sagen, dass Frauen nicht in die Politik gehören? Nee, aber die sind gar nicht gleich qualifiziert. Naja. Er ist tatsächlich qualifizierter. Sie ist auch qualifiziert. Aber darum geht es, glaube ich, nicht, oder? Doch, es wird so getan, so hey, bei gleicher Qualifikation sollte sie den Vortritt haben. Man kann sagen, okay. Aber tun die das auch gerade? Also, ja, es gibt, das Ding ist, das Witzige ist, und ich glaube, die große Chaos-Kalante-Analyse, das wird den Grünen schaden. Das ist eine Partei sozusagen, wo ich rein inhaltlich bei vielen so Überschneidungspunkte habe, bei vielen nicht. Klar. Ich bin für Windräder. Ich bin auch für Windräder. Ja. Nicht vor meiner Haustür. Nicht vor meiner Haustür, weil ich habe hier noch, ich habe die ganze halbe Industrie hier. Aber weißt du was, es gibt ja bei allen Sachen, auch zum Beispiel bei Elektroautos, gibt es immer so eine Schattenseite und safe gibt es die auch bei Windrädern. Ja, ja. Also ich weiß nicht, was es ist, aber dann kommt irgendwann raus so, ja, keine Ahnung, jedes Kinder, Jahr, die in der Nähe aufwachsen, haben nur ein Ei oder so. Ja, ja. Also oder jedes Jahr sterben 30 Kletterer. Genau, oder sowas. Ja. Krass, oder das ist richtig schlecht für Schmetterlinge oder so. Ja, sowas kommt immer dann Jahre später raus. Ballert. Genau. Naja, aber die Grünen, ich glaube, jetzt kann man jetzt sagen, was geht dich das an? Mich geht das an, weil ich mir denke, ja, okay, es wäre cool, wenn die Grünen oder so, wenn diese Themen Einfluss gewinnen, grob gesagt, in der Politik. Ja.
Aber. Aber nicht so hochnäsig, möchtest du damit sagen. Spaß. Naja, nee, aber die haben gerade auf eine Art, es fühlt sich jetzt so an, ich meine, die Nachricht ist gerade ganz aktuell, keine richtige Erklärung, warum sie es wurde. Ach so, okay. Naja, weil sie es. Sie haben keine richtige Erklärung. Weil sie als Frau ganz genau weiß. Das wollen sie aber nicht sagen. Was sie will. Ja, aber die wollen ja nicht sagen, dass es nur daran lag. Die wollen sagen, ja, es hat eine Rolle gespielt, aber es wirkt gerade so. Hm. No front! Das ist der absolut zentrale Grund war und das ist ein bisschen eine peinliche Situation. Also die können, die haben die Basis und die Grünen selber, die Mitglieder freuen sich gerade voll, aber so nach außen hin ist es dann so, okay, also sie hat jetzt so einen Stempel drauf, aber ich glaube, dass das sie ist nur deswegen das geworden ist und ich glaube, das untergräbt ihre Legitimität. Aber ich glaube, was sie gerade machen, ist ein bisschen den Zeitgeist zu reiten. Also das ja, ist jetzt gerade so der Zeitgeist. In ihrer Bubble. Genau, in ihrer Bubble. Aber die wollen eine Volkspartei werden. Ja, ja, aber die wollen erstmal ihre Base sozusagen ganz klar stärken oder gewinnen. Ja, die sind so größer als ihre Base. Also ich weiß nicht, vielleicht geht das richtig gut oder so, aber es ist schon interessant. Es wirkt so, man sagt so, ja, okay, sie ist voll fleißig, sie ist voll in den Themen drin und so. Ja, okay, gut, dasselbe kann man wahrscheinlich über Habeck sagen. Plus, er hat Regierungserfahrung. So, und das ist nicht wenig. Sie hat halt noch nie ein Amt geführt. Soweit ich weiß. Aber sie weiß ganz genau, was sie will. Ja, das ist halt gerade echt, das ist einfach die Story, die die anbieten können. Also wenn man es jetzt darum geht, eine Geschichte erzählen zu können zu einem zu einer Person, sagen können, hey, deswegen. Aber das ist mehr oder weniger dann komplette, wenn man so mag, Identity Politics. Ja, Identity es wirkt gerade so. Also ich glaube, in wenn sie nicht Kanzlerin wird, der nächste Kandidat, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge ist. Weißer Mann, weiße Frau und danach kommen braune Männer und dann braune Frauen. Oder ist, bin ich sozusagen, wenn ich gegen Annalena, wenn ich gegen Annalena um die Kanzlerkandidatur der Grünen streiten müsste, ja, wir wären ein Team, das Spitzendu, Kalanta Baerbock. Ja. Was denkst du, wer es machen würde? Wer, also wir sind gleich qualifiziert. Baerbock. Ja? Ja. Ja, natürlich. Würde ich als Mann dann eher wahrgenommen und nicht als ja, ja, klar. Du bist brauner Taxifahrersohn. Ja, du bist ja ja, ja, genau. Schon. Ja. Ah. Würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Ja, würde ich jetzt spontan sagen. Aber im Endeffekt ist es das, und was ich heute mitbekommen habe auf Twitter, ist, dass er so ultimativ als Held gefeiert wird, sozusagen. Ja, ja. Weil er ihr die Bühne überlassen hat, sozusagen. Ich glaube, er ist der unglücklichste Held. Aber er konnte es gar nicht. Er ist kein Held, er ist eine Geisel. Er ist eine Geisel seiner eigenen, quasi, wie soll ich sagen, Partei oder Politik oder das Zeitgeist ein bisschen. Der kann mir nicht erzählen, also sozusagen, ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, bis auf diese Assange-Stelle bei Thilo Jung. Ja. Aber eigentlich fand ich ihn ganz angenehm. Und sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen. Ich würde gerne wissen, was er sich gerade denkt. Weil ich glaube, ich kenne das deutsche Wort nicht, da wird Resentment sein. Sozusagen. Da wird angestaut, da wird ein Frust. Da, also das, und das muss abgefangen werden, ziemlich früh. Sonst hast du da einen Typen, der so, hey, ich feuer Frauen. Ja. Und, aber wir wissen es nicht komplett. Wir wissen ja gar nicht. Wir wissen es gar nicht komplett, aber man kriegt so am Rande mit und es wirkt für mich komisch. Und die Süddeutsche feiert das und all diese Zeitungen, glaube ich, und so. Ich glaube, die feiern das gerade voll und die meisten Journalisten sind Grünwähler. Ich habe auch heute einen Joke gesehen auf Twitter von der Wochenschau und das war voll interessant, weil das war mehr oder weniger ein komplettes Endorsement, also eine komplette Werbung für die Grünen. Ah. Weil die haben das sozusagen total abgefeiert, dass die eine weibliche Kanzlerkandidatin stellen. Und die Leute darunter haben sich so krass darüber aufgeregt, weil im Endeffekt ist es eine Sendung, finde ich, die gegen Tagesschau. Nicht Tagesschau, Wochenschau. Du meinst was meinst du nochmal? Die Satire-Sendung. Heute Show. Heute Show, mal fuck, ich fange. Ja, genau, heute Show, ja, genau. Warte, Wochenschau war mit Ingolf Lück? Ja, es ist so eine Kindheit. Okay, genau. Also, wie heißt die? Heute Show heute ist mit Show. Welke. Genau, genau. Heute Show. So, die haben es getwittert. So ein Joke. Okay? Was denn für ein Joke? Naja, einfach quasi Kanzlerkandidaten der CDU, SPD und dann bei denen waren nur weiße Männer oder so. Halt bis auf Merkel oder keine Ahnung.
Und danach bei Grüne war das dann halt diese Frau. Ja, dann sollen die alter Oliver Welkes Stuhl auch direkt am Baerbock abgeben, ey. Nee, aber genau, aber das war voll witzig, weil ich finde, das ist so eine Sendung, die in alle Richtungen schießen sollte oder so. Ja. Aber das wirkte wirklich wie so eine Art, ja, Feiern, also dieser Partei oder ja, dieses Movements. Mhm. Und das war irgendwie komisch und Leute haben sich da so darunter ein bisschen aufgeregt und da waren so Kommentare so, ja, wie viel Geld habt ihr von denen bekommen? Weil es irgendwie wirklich komisch ist. So, ja, das wirkte wirklich das ist wie so, Partei ergreifen. Das ist euer Take als Satire-Show. Mhm. Das ist der Take. Ja, ja. Das ist so der einfachste Take, womit du dir auf Twitter nur Freunde holst quasi. Also so nur so, okay, ich meine, ein paar Leute waren genervt, aber so in dieser Twitter-Welt ist es gerade auch so, ich habe auch so Posts auf Facebook gesehen von irgendwelchen alten Leuten, so bla. Mhm. Und wirkt vor allen Dingen immer so off, so komisch, wenn es Männer sind, die sowas posten ja, und so. Weil es einfach sich anfühlt wie ein billiger Trick, um den Applaus zu kriegen und zu zeigen, guck mal, was für ein guter Mann ich bin. Mhm. Ich feier Frauen. Und so, und du machst auch allen anderen Typen, die was gegen sie haben ja, oder mit dieser Entscheidung, so Macho-Schweine, also so, dass ich mich oder wir uns jetzt so fühlen müssen oder so ein bisschen so, hey, nicht, dass es so, dass man im Hinterkopf jetzt hat auf dem Podcast, oh, nicht, dass es irgendwie so rüberkommt. Mhm. Nein, aber es ist offensichtlich irgendwie ein bisschen weird. Also anscheinend. Klar, gehören Frauen nicht in die Politik. Ich meine, wer macht jetzt Robert Habeck das Essen? Ja. Soll er sich das selber machen? Was hat es damit, verstehe ich nicht mal. Genau. Aber, nein, aber du weißt, was ich meine. Also, ich weiß, was du meinst. Genau dieses Ding und das ist nervig. Ja, das ist irgendwie komisch, diese Leute, die das so groß machen auf Twitter oder so, das wirkt wirklich wie so ein Zaubertrick, als wenn die so einen Zaubertrick machen, so, hey, schau mal, ich kann meinen Schwanz verschwinden lassen. Nee. Weißt du? Simsalabim. Ja, Simsalabim und Schwanz. Simsalabim. Schwanz ist weg, ich feier Frauen. Ja. Aber dann habe ich dir noch heute ein Video gezeigt, das fand ich ganz witzig. Das war ein Zusammenschnitt von der Linken, also von der, das ist ja so ein Führerinnen-Duo, ne? Ah. Wie heißt die? Der hat diesen komischen Weslo oder irgendwas? Der hat diesen komischen Sprachfehler. Ja, sie klingt. Sie klingt irgendwie wie so ein Schuljunge. Ja, sie klingt wie so eine Telefonstreichstimme. Ja. Wie so, es gab ja immer so, früher so im Radio immer so, der Dennis ruft dort und dort an. Das war deren Telefonstreich-Charakter. Ja. Und diese Linken-Chefin, die klingt so, als würde sie Leute verarschen. Es klingt immer wie eine Verarsche. Ja, es klingt wie eine Verarsche. So, hey, wie ist das gemeint? Und die war bei Lanz. Ich habe dir einfach nur so einen komischen Zusammenschnitt gezeigt. Mir wurde vorgeschlagen. Ich habe den einfach gesehen. Und das war voll witzig, weil natürlich, also das war ein so Zusammenschnitt, wie sie da gefailt hat. Also es war nur der Zusammenschnitt von den schlechten also Seiten sozusagen des Interviews oder so. Und das war auch, finde ich, interessant, weil da ging es um Steuern und so, um Steuernhöchstsatz und so. Und dann fand ich, da gab es so absurd hohe Forderungen, die aber so selbstverständlich gesagt wurden. Und dann auch noch mit der Stimme von diesem Dennis. Und es wirkte so wirklich wie so ein Kind, das sich gerade eine Welt neu formt oder vorstellt. Wie so ein Kind bei so einer, bei den Shows, die damals auch in Deutschland voll groß waren, wo man so Kindern Fragen stellt und es einfach so witzig ist. Mhm. Was Kinder so fragen und sagen. Ah, ja, stimmt. Ja, genau. Ja. So, ja, ich. Ja, was denkst du denn? Ja, ein Steuersatz von 70%. Oh, das ist witzig. Ja. Kinder sind süß. Ja, Kinder sind süß. Aber ja, genau, das wirkte komisch und Mann, ich bin für was auch immer, also soziale Gleichheit und bla bla bla, aber ich finde, man muss die Masse mehr abholen und nicht nur zu seiner Hardcore-Base so pandern irgendwie so, nicht nur das sagen, was diese Hardcore-Basis, also wie soll ich sagen, ja, Basis hören möchte, sondern du musst die Leute irgendwie mehr abholen und ich finde, die meisten schreckt man eher dann damit ab, dass man irgendwelche, was war das auch noch? Dass man irgendwie so Teil seines Geldes einfach abgibt? Wie wurde das genannt? Einmalige Vermögensabgabe. Ich meine, ich bin jetzt noch für die einmalige Vermögensabgabe, aber inshallah. Ich habe das gerade. Ja, ja. Was? Ich habe das gerade so komisch gesagt. Nein, ich habe mich einfach so gekratzt. Aber bin ich in 10 Jahren nicht mehr für die einmalige Vermögensabgabe? Ja, ja, ja. Und deswegen, Lanz war sofort dagegen. Ja, ich kann verstehen, warum. Der konnte es gar nicht fassen. Aber das fand ich voll interessant, weil das war dann das Ding, wie viel soll man gleich abgeben? Was war das? Das waren 10% ab einem Vermögen von 2 Millionen. Das heißt, wenn du 2 Millionen. Ach du, das ist schon crazy.
Dann gibst du einmal so 200.000 ab. Aber das ist wirklich crazy. Aber weißt du, was geil wäre? Ja. Also sozusagen einfach, ich hätte gerade den Gedanken, wie krass es ist, dass Lanz so viel mehr Geld hat als eigentlich alle Deutschrapper. Ja, wahrscheinlich, ja. Einfach so und ja. Und ich meine so, die könnten jetzt voll dafür sein, weil aber, sie davon nicht betroffen werden. Aber ich sag's ja, aber das ist wirklich, finde ich, so wie entmachten, also irgendwie so Reiche entmachten oder enteignen oder so. Also das ist irgendwie. Aber das sind ja Steuern auf eine Art sowieso immer. Aber nee, das ist ja noch zusätzlich zu den Steuern. Du gibst einfach noch das ab, was du hast und nicht mal von dem, was du verdienst irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, das wirkte für mich so off. Also es war einfach ich finde, so. Bei ganz, ganz großem Vermögen kann man über sowas sprechen. Mhm. Also kommt es wirklich auf Prozente an und wo ist die Grenze. Aber es kommt immer willkürlich rüber, weil es auch willkürlich ist. Mhm. Also, aber ich glaube, sie meinte sowas wie bei 10 Millionen, also dass es so sehr steigt, dass bei 10 Millionen du so 3 Millionen abgibst. Ja. Einfach so. Ey, wem kannst du das erzählen? Wem kannst du das erzählen? Also Leute stellen sich auch reiche Menschen so vor, dass sie diese 10 Millionen haben und die ganze Zeit so Champagner trinken und Kaviar essen. Ja, ja. Und dass sie dann so, dass ihnen dann 3 Millionen genommen wird und die sich denken, ja, aber ich habe ja noch 7. Genau. Aber so funktioniert das Gehirn überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Und auch, nein, du null. Du fühlst dich sofort gefickt, aber krass gefickt. Ja, natürlich. Also, und außerdem, Leute, die sich das bis dahin aufgebaut haben, jetzt nicht geerbt oder so, die haben ja ein bestimmtes Mindset und das ist nicht, auch dieses Geld so zu verprassen, so zu verpulvern, sondern es ist einfach nur, ja, also sich irgendwas aufzubauen und so, dass auch vielleicht weitere Generationen dann davon leben. Und außerdem, um auch, das gibt es auch, ja, das darf man auch nicht leugnen, um auch einen positiven Beitrag zu leisten oder positiven Wechsel anzustimmen in der Welt. Das ist ja möglich mit Geld. Mhm. Ja. Also, es kommt auf die Leute an, aber ich glaube, jetzt lehne ich mich sehr aus dem Fenster, dass man eher wenige Menschen finden wird, die 10 Millionen haben, wo Erbe und sowas keine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Märchen oder so, dass es immer dieser Typ ist, der sich von Tellerwischer zum Millionär so hochgearbeitet, bla bla bla. Das ist ein bisschen eine Geschichte, die man gerne erzählt in diesem System, aber mir fehlen gerade die Zahlen, aber es ist eigentlich eher selten. Also wird sehr viel vererbt eigentlich. Naja, ich finde sowieso, es sollten mehr Anreize geschaffen werden, mit dem Geld was Positives anzustellen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so kindermäßig Dennis klingt oder so. Dennis-mäßig, kindermäßig, ey. Mhm. Aber wenn ich das Geld hätte, dann hätte ich auch ein komisches Gefühl dabei, das dem Staat zu geben. Weil der Staat, das ist irgendwie so ein verfetteter Apparat. Also wenn du dir anschaust, wie Dinge laufen oder was sie kosten und wo dann am Ende das Geld zum Teil landet. Es kommt ja nicht effizient. Also der Staat wirtschaftet nicht so wie ein Unternehmen effizient und achtet ständig drauf. Sondern irgendwie je mehr Geld man hat, desto mehr Geld hat man zur Verfügung. Ja, wir haben es gesehen bei den Geldern, die bei so öffentlich-rechtlichen. Ja, nein, natürlich. Also so, auch das, nein, so, auch das ist ein Teil davon. Deswegen, ich finde, es müssten einfach irgendwie gesellschaftlich oder so größere Anreize geschaffen werden, das Geld zu irgendwie zu investieren. Oder ich wäre wirklich für so welche Fonds, irgendwie wie so eine Art Pflegefonds oder so ein Bildungsfonds. Weißt du? Aber ich glaube, das sind ja gerade die Sachen, die immer diskutiert werden in der Politik. Also das ist ja immer so, wie macht man diese Verwaltungsstrukturen besser? Ich habe ja so Governance studiert, im Master, nicht abgeschlossen. Ja. Da geht es ganz viel darum, diese sozusagen Managementprinzipien reinzubringen in Verwaltungen und was es dafür so Möglichkeiten gab und wie schwer das ist und bla 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 und keine Ahnung. Make money. Make money, not excuses. Yeah, make money, not excuses. ich habe vergessen, was ich gerade sagen wollte. Scheiße. Ah, genau. Ich musste gerade dran denken, als du mit dem mit Geld von Reichen und so weiter geredet hast. Ich kann mich dran erinnern, wie mein Opa der verstorben ist vor 2009. Mhm. Ist nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall. Jetzt noch sozusagen mein Beileid? Ja, ist ein paar Jahre zu spät. Aber als wäre es doch spät dran. Ja. So, wir kannten uns da noch nicht. Auf jeden Fall, ist ein Vorbild für mich. Irgendwie, er war ein krasser Typ so. Und der hatte mal was gesagt zu Geld im Islam, dass er meinte, da ging es, glaube ich, um das Zinsverbot im Islam.
Und das haben wir, irgendwie hat er es irgendwie erklärt und er meinte so, ja, weil das Geld, wenn es auf der Bank ist, ich weiß nicht mehr, ob es das war, dann kriegst du Geld dafür, dass du Geld hast oder so und das da ist oder dass du es sparst oder ich weiß nicht, was es war. Ich weiß gar nicht, ob es damit verbunden war. Auf jeden Fall meinte er, es sei eine muslimische Pflicht, wenn man Geld hat, dann hat man Verantwortung, wenn du viel Geld hast, hast du richtig viel Verantwortung und dass dein Geld, dass du es investierst immer, damit Arbeitsplätze und damit Arbeit entsteht um dich herum. Jetzt verstehe ich Dubai auch viel besser, weil die pumpen dieses ganze Geld in Influencer. Ja, also, sehr viel Verantwortung reinvestieren. Das ist muslimisch. Das ja, aber er hatte tatsächlich das Beispiel, ich glaube wegen meinem Vater, er meinte, wenn man sozusagen ein Taxiunternehmen, wenn es wächst, dass man dann immer neue Taxis quasi kauft und Leute einstellt oder so. Okay. Dass man dann irgendwie, ja, dass man, wenn man Geld hat, soll man es investieren und Arbeit schaffen und damit andere Leute auch Geld verdienen. Mhm, ja. Daran musste ich gerade denken. Ich habe auch mehr Vertrauen in mich als in den Staat. Also deswegen möchte ich zum Beispiel viel Geld haben. Zum Beispiel mehr Vertrauen in den Staat als in dich. Nee, aber das ist wirklich so. Ich möchte viel Geld haben, weil ich keine Ahnung, ich traue mir selbst und ich möchte gute Dinge in der Welt schaffen. So. Mm. Und ich habe aber weniger Vertrauen in den Staat. So. Und das ist für mich. Yeah. Also ich möchte mit meinem Geld umgehen können. Ich glaube, es ist immer gut, mehr Geld zu haben als weniger, weil am Endeffekt ist man damit immer sicherer. Yeah. Bei allem. Yeah. Ich habe Leute unterschätzen, wie wichtig es ist, Geld zu haben. Also auf eine Art weiß es jeder. Nein, aber dann das so, unterschätzt niemand. Also. Nee, meinst du? Nein, okay, das dass ist, man das sich, ist, aber was das für Vorteile es eigentlich hat. Ja, nein, ich glaube, das ist das ist echt von Vorteil. Das ist allgemein bekannt, glaube ich, was das für ein Vorteil ist. Und da braucht man noch nicht mal in Thema Rap zu gehen. Übrigens, apropos Vorteil, um jetzt nochmal diese Kandidaten, dieses Kandidaten-Game abzurappen, ist ein Vorteil zumindest für die Grünen, dass sie das so leise gemacht haben. Anderer Fall, zwei Männer, die beide wissen, was sie wollen in der CDU. Die beiden wissen gleichzeitig, was sie wollen. Mhm. Willensstark. Die wollen es zu sehr. Das sind gerade wie so zwei Dudes, die das Gleiche bestellen. Ah, ja, und nur einer kann es haben. Und die so, ja, Bro, nein, aber nee, also ich würde schon. Ich habe schon lange keine Pizza mehr gegessen. Also wenn du Hunger hast, dann kannst du es haben, aber. Ja. Und dann so, ja, okay. Also ich habe auch Hunger, also. Müssen wir mal gucken, wer was. Die haben sich gestern Abend getroffen. Wie läuft dieses Treffen dann ab, Alter? Genau. Wie viel redet man dann? Ich weiß nicht. Die haben sich anscheinend, Söder ist mit einem Privatjet hergeflogen. Aus Nürnberg? Ja, aus Nürnberg. Nürnberg und da fährt anscheinend ein Zug jede Stunde. Ah. Und das dauert nur 4 Stunden. Ja, aber trotzdem. Wie viel Zeit muss er sparen? In der deutschen Geschichte sind oft Privatflüge zwischen Nürnberg und Berlin abgelaufen. Ja, ja. Aber trotzdem, aber das ist kein gutes Zeichen. Ja. Aber wie viel Zeit muss er sparen? Keine Ahnung, 2 Stunden. Okay. Das ist nicht mein Kanzler. Auf jeden Fall haben die sich getroffen in irgendeinem Zimmer. Hm. Ich frage mich, ob noch Leute dabei sind oder ob man dann so, so zu zweit ist und dann so, hey, komm schon. Kann ich? Also ich würde gerne. Oder man spielt so richtig lange Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. So mit Brunnen oder ohne? Ja. Ja. Wie läuft das ab? Was isst man? Ja. Wie ist es dann? Weil es muss, ich glaube, wir werden es nicht wissen, was das für Situationen sind. Also sozusagen menschliche Erfahrung ist ja voll groß, was es für Situationen gibt und was du alles sehen und fühlen kannst und wie du merkst, wie du dich selber verhältst. Es ist eine sehr extreme Situation, mit einem anderen Typen in einem Raum zu sein. Ihr beide wollt das Gleiche und das ist quasi Chef vom Land werden. Ja, yeah. Und klar. Einfach, wie sich das anfühlt, rein emotional. Du bist ja so, yo, hey. Ja, hey. Das ist unangenehm. Wie war dein Flug? Familie, alles gut? Ja, alles gut. Ja. Man räuspert man sich auch zu lange, das wird auch so ein Eiferspielchen. Also ich glaube, Söder gibt einen Fick. Ich glaube, was? Oder man macht irgendwie Liegestütze so voreinander, so zeigt auf diese Art Stärke. Ich glaube, Söder ist fitter. Wie in der 6. Klasse. Ja, I don't know, aber du hast keinen Favoriten, oder? Nee, ich finde Söder schlimm.
Aber im Endeffekt weiß niemand so richtig, wofür beide stehen. Ja, das ist auch das Problem. Das ist irgendwie ganz komisch, weil ich finde, das ist gerade eine komplett inhaltslose Diskussion. Nicht jetzt bei uns auf dem Podcast, sondern einfach allgemein. Ja, ja. Sondern es wird einfach so in der Tagesschau. Inhalt als ja, ja, als in der Tagesschau. Ja. Nee, aber es wird in der Tagesschau so gezeigt, so, ja, ja, bla, bla. Söder Laschet. Ja, aber am Ende des Tages so. Wird es der Typ, von dem keiner weiß, wofür er steht? Oder der andere Typ, der mal für das steht? Das sind zwei alte weiße Männer. Mal für das. Ja, das ist die einzige Ebene. Aber das ist eigentlich nicht die einzige Ebene. Das eigentliche Problem ist, hey Mann, beide sind egal. Also beide sind so Egal-Typen. Mhm. Also so Laschet. Also ich wollte Söder nicht dieses Space-Programm? Ja. Ja, weißt du, was der Vorteil? Der Vorteil bei Merz war, auch wenn er unsympathisch ist und ich gegen vieles bin, für das er ist, aber da wusste man, wofür er steht. Er war so ein Typ, der so Scheiße labert, also der so wirklich so Positionen hat und die hat er schon seit Jahrzehnten. Ah, das ist ein gutes Zeichen, wenn man seit Jahrzehnten Ehrlich Position gesagt, hat. Ja, weil er ist komplett neoliberal, er scheißt auf arme Menschen. Nee, aber das hat ja auch Bernie Sanders zum Beispiel ausgemacht. Ja. So, du konntest Jahre zurückgehen, so als er 6 war, hat er die gleichen Ansichten gehabt wie heute. Nee, wirklich, bei Bernie Sanders konntest du es machen, das ist aber politisch sozusagen auf der anderen Seite komplett. Ja. Merz, aber Merz ist immer noch so, ja ey, ich, die haben ihn dann sozusagen immer abgetan, als so, ja der Typ ist aus den 90ern und so und bla bla bla, ja, also ein veraltetes Denken. Ja, oder er ist konsistent in Sachen, gegen die man sein kann. Aber er ist konsistent bei den anderen beiden. Who knows? Glaubst du, dass in Deutschland eines Tages, also oder welchen Celebrity hättest du jetzt am liebsten? Also gibt es einen? Weil zum Beispiel, Celebrity? Es gibt, also Leute sagen, dass Dwayne The Rock Johnson. Ja, dann kann sich das Land wirklich, wirklich verabschieden. In 4 Jahren. Ja. Yeah. Biden ablösen könnte. Und dann hätten wir wieder einen schwarzen Präsidenten. Auf der Ebene. Ja, genau. Wir hätten einen schwarzen Superstar. Also wir hatten bis jetzt also ein Celebrity, einen schwarzen Präsidenten und jetzt wäre das ein schwarzer. Stimmt, das wäre die Fusionierung. Ein schwarzer Das wäre der Präsident mit dem besten BMI. Ja. Nee, aber was denkst du? Also, wie, oder in Deutschland? Ja. Welchen ich mir noch am ehesten vorstellen könnte? Mhm. Boah, ich kann mich mit deutschen Promis gar nicht so aus. Ich war kurz davor, einfach Mark Foster zu sagen, weil du diesen guten Job zu ihm hattest. Dann hätte man so einen Autisten an der Spitze. Mark Foster kann ich mir tatsächlich am wenigsten vorstellen. Ich würde sagen, Giovanni Zarella. Giovanni Zarella. Aber er, interessanterweise, er führt wirklich wie so die FDP oder so, zum Beispiel hier in Berlin mit Tegel, so eine Ein-Themen-Politik. Ah, okay. Führt er, also er hat einfach so eine, auch Giovanni Zarella hat so eine Ein-Themen-Politik. So, sein ganzes Ding ist einfach nur, dass er Italiener ist. Also es ist wirklich egal, wo er ist. Ja. Yeah. Weißt du, wie sein neues Album heißt? Nein. Ciao. Das heißt wirklich? Ciao. Ja, ziemlich sicher. Also, ciao, ich bin Italiener. Ja, ciao. Und der ist einfach Italiener durch und durch. Das ist er einfach so. Das ist, also das ist so seine einzige Position. Das ist, ja, aber ist er nicht Sänger? Ja, er ist Sänger. Genau, okay, er ist Sänger. Aber das ist so sein ganzes Marketing ist im deutschen Fernsehen. Er und seine Frau sind so ein Promi-Dude. Ne? Ja, seine Frau ist auch echt hübsch. Diese Janaina oder wie die heißt. Stimmt. Also ich glaube, er führt auch ein ziemlich geiles Leben. Ich glaube auch DJ Ötzi. Ah. Ey, kannst du dir vorstellen, wer führt ein besseres Leben als DJ Ötzi? Elton, eventuell. Naja, okay, Elton. Ja, gut, aber DJ Ötzi ist nochmal, ich glaube, major mehr Money als er. Als ja, Elton. Aber Elton zieht sich einfach eine Jeans an, irgendein hässliches T-Shirt, kommt in eine Show, muss nichts vorbereiten, spielt Quiz, mittelmäßig. Was kriegt er da? 10.000 oder so. Auch Steuergeld zum Teil. Ohne Scheiß, diese Sachen sind richtig gut bezahlt. Elton beantwortet Quizfragen auf unsere Kosten. Ja. Eventuell die ganze Zeit. Er ist einfach so krass. Du bist extrem durchschnittlich. Du bist der extrem durchschnittlichste Deutsche, den wir uns vorstellen konnten. Das sollte eine Show sein. Willst du Quizfragen beantworten? Nicht, das sollte eine Show sein, ob man durchschnittlicher sein kann als Elton. Das sollte eine Challenge sein. Ich glaube, ey, ich weiß nicht, was Elton quasi gelernt hat, was er kann. Mhm. Aber ich glaube, niemand ist im deutschen Showbusiness mit so wenig Talent und Fähigkeiten so gut bezahlt wie Elton. Ja, das vielleicht, ich weiß also nicht. Also das ist wirklich krass eigentlich, wenn man sich das überlegt, weil Giovanni Zarella ist zumindest Musiker. Ja, er kann singen. Dann gibt es Leute, die kommen tatsächlich aus dem Theater. Hey, guck mal, das ist richtig random, aber ich habe
die große Kristallshow gesehen. Also irgendwie, keine Ahnung, da war Giovanni Zarella mit Pierre. Da zum Beispiel auch. Ich meine, Kristall feiere ich nicht, aber ich weiß, was ein Comedian machen muss. Genau. Kristall ist qualifiziert. Ja, genau. Und da war auch Pietro Lombardi oder so, ja. Und das war voll interessant, weil ich wusste, also Lombardi ist offensichtlich italienischer Name. Ich wusste nicht, dass er Italiener ist. Für mich war er einfach nur so ein Asi, der erfolgreich ist. Und das war, und die haben einen gemeinsamen Song, Giovanni Zarella und Pietro Lombardi. Mhm. Und ich fand das irgendwie interessant zu sehen, weil das war so ein Italiener, also so Pietro Lombardi hätte Giovanni Zarella werden können, wenn er bessere Eltern gehabt hätte. aber das war so ein Vorzeige-Italiener. So. Das war für mich witzig zu sehen, so ein Klischee-Italiener. Ey, Giovanni ist auch der beste Name, um Vorzeige-Italiener natürlich zu sein. Natürlich, natürlich. Aber auf jeden Fall, da gab es auch so eine kleine Challenge. Und da muss ich wirklich sagen, ey, da hatte ich irgendwie Respekt vor Giovanni Zarella. Mhm. Weil da gab es, da mussten die irgendwie verschiedene Songs singen, aber so in verschiedenen Sprachen. Und das wurde denen dann angezeigt, der Text Karaoke. Da musste er zum Beispiel irgendwie einen bekannten Song auf Tschechisch singen. Aber er kann ja kein Tschechisch. Genau, aber er konnte das einfach vorlesen. Ah, okay. Genau, und ey, Mann, gekillt, er hat es wirklich gekillt. Er hat es richtig geil gemacht. Giovanni. Ich war so, krass, Mann. Das war Bellissimo. Bellissimo, das war tschechisch gut, ich weiß nicht. Ja. Prima, Alter, keine Ahnung. Ja. Und dann Pietro Lombardi musste auch in irgendeiner Sprache. Ist er Sänger? Er ist auch Sänger, ja, genau. Und dann musste Kristall auch einen Song in Japanisch, also auf Japanisch. Ah, ja. Und das voll witzig, weil man redet hier Identity Politics, Cancel Culture und so. Und dann so RTL Primetime, hier Kristall singt einen Song auf Japanisch und dann war das Xing Shang Shong, Xing Shang Shong. Wirklich? Das ist so in der Art. Ey, geil. Ra, 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 Xing Shang Shong. Ich frage mich, ob oder die wissen, auf so welchem Minenfeld die sich dann in dem Moment eigentlich bewegen. Ich find's, mir ist egal, dass es das gibt, aber ich denke mir so, krass. Ja, nee. Ihr seid ja gerade quasi auf eine Art edgy, ohne es zu wissen. Ja, genau. Wie edgy das gerade ist. Das ist dann, und dadurch wird es auch gar nicht mehr edgy. Ja, das ist einfach nur so krass. Ihr wisst ja gerade gar nicht, was. Das ist voll interessant, weil wir erkennen diese ganzen Ebenen und wir spielen auch irgendwie damit oder so. Aber teilweise will ich es auch ausblenden. Ich will gar nicht wissen, was Leute, in welchen komischen Koordinatensystemen Leute schon auf Aussagen oder auf Jokes gucken. Na, wenn du zu woke bist, dann fällt es wirklich schwer, Humor in die Welt zu bringen. Fast, also wirklich ab einem Punkt unmöglich. Weil es gibt immer Regeln und Ausnahmen. Und dann Sprache und also sozusagen, das ist etwas, wo man eigentlich sich frei bewegen sollte. Und es ist so kompliziert, Sprache. Ja, ja. Also es kommt ja wirklich auf den Ton an und alles und bla 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 und so viel Kontext. Ja. Und da wird einfach so, das Wort ist gut, das Wort ist schlecht, bla bla bla. Ja. Ja. Aber deswegen, und das ist voll interessant, wenn man aber aus einer Bubble rausschaut und dann irgendwie einfach Primetime so Fernsehen sieht, dann ist so, dann ist die Welt noch in Ordnung. Ja, Xing Shang Shong, Xing Shang Shong. So rein. Das ist voll krass. Also so gerade so in dieser Zeit von Stop Asian Hate. Ah, ja. So covert er so einen japanischen Song, wo man so Xing Shang Shong. Ich hab heute eine Meldung gesehen, das klang schon fast, ich war echt überrascht, das klang auch schon so fast, also wirklich politisch unkorrekt. Johnson & Johnson hat ja gerade irgendwie so ein Zulassungsproblem, ne? Ja. Johnson & Johnson, der Impfstoff. Es gibt da auch Nebenwirkungen. Ja, und ich habe die Meldung gesehen, in NRW wird der gerade an Obdachlose verteilt. Echt? Ja. Wie? Keine Ahnung, wie und warum. Also warum kann ich mir vorstellen, aber wie das läuft. Aber quasi, es gibt keine Zulassungsbehörde für Obdachlose. Hm. Das ist einfach so, ey, ich könnte froh sein, dass wir hier. Und Obdachlose sind auch wirklich nicht systemrelevant. Ja. Okay. Ja, das kriegst du dann. Wie, testen die das an denen? Ey, guck mal, wenn du jemand bist, bei dem du der einen Impfstoff kriegt, der noch nicht zugelassen ist, dann weißt du Bescheid, wie auf dich geschaut wird. Aber wie ist denn sowas möglich? Ich weiß nicht, ich habe einfach nur diese Meldung gesehen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Nee, also, doch. Es kann doch nicht sein, dass ein Impfstoff nicht zugelassen ist und er wird trotzdem geimpft. Hey, ich habe das hier auf Spiegel Online gesehen. Leute können das nachschauen. Auf jeden Fall habe ich gerade bei der Tagesschau NRW gesehen, auf Instagram. Ja. Auf Instagram. Und das finde ich voll spannend, weil die hatten dieses Thema sowieso schon, dieses negative Framing von Sputnik. Und dann einen Monat lang später, so ein Monat später. Mehrere Monate später. Ja, oder mehrere Monate später, ist Sputnik plötzlich der beste Impfstoff. Also, ja, vor allen Dingen, man hört ja nichts darüber. Und das ist für mich immer das beste Zeichen, weil es ein russischer Impfstoff ist. Wenn irgendwas wäre, wenn irgendjemand Zehschmerzen hätte nach Sputnik, würde ich es hier erfahren. Ja, dann wäre das so, die hätten dann ein neues Wort auch so, Putins Gift oder so. Ja. Also die hätten dann irgendwie sowas in der Art. Ich meine, wenn halb so viel mit Sputnik wäre wie mit AstraZeneca, also wir hätten es sehr doll mitgekriegt. Wir hätten es auf jeden Fall mitgekriegt. Vielleicht verstecken die das, ich weiß nicht. Das ist kann schon, sein. Das ist schon möglich.
Das muss man wirklich sagen. Das kann sein. Da muss ich wirklich so. Das kann sein. Genau. Aber das ist spannend, weil es gibt die ersten Impfreisen nach Russland. Ah, ja, ich habe es gesehen. Und das finde ich auch spannend, weil dieses Framing ist die ganze Zeit hier so, als wäre Russland so eine Art dritte Weltland. Und das finde ich irgendwie dann spannend, dass man sich, dass man dahin reist, um gerettet zu werden. Mhm, weißt du? Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Deutsche auch machen werden oder doch, so. Doch, Deutsche machen das. Echt? Ich habe so einen Beitrag gesehen, es kostet 2000 Euro. Holy shit! Gar nicht so teuer, nee, sozusagen. Ich find's schon, ja. Also es ist verbunden mit einem Flug hin und zurück. Es gibt so Reiseveranstalter, die das gerade machen. Krass. Und aber wie? Das sind Russen, die das veranstalten? Nee, der eine war zum Beispiel, also die haben so ein Pärchen begleitet und das war ein deutscher Mann mit einer russischen Frau. Aha. Und hey Mann, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ja. Und der Typ meinte, also da hatte ich auf einmal sozusagen Verständnis oder sozusagen ein Herz für Reiche, ein Herz für sehr viel Arbeitende. Viele Leute, ich glaube, viele Leute, die so Kohle haben, die meisten von denen sind immer noch so, die müssen richtig viel arbeiten. Klar, natürlich. So, die sind nicht so Monopoly-Männchen. Nein, natürlich. Und, aber das riecht mich auch voll auf, diese linke Fantasie von Geld. Ja, die denken, das ist ein Monopoly-Männchen. Ja, also das ist so, ja, irgendwie auf eine Art, Geld spielt doch keine Rolle für dich. Ich meine, Manager hatten voll viele Skandale und es gab voll schlimme Fälle, wo die diesen Bonuszahlungen und allgemein Investmentbanker und all das, aber die verdienen verdammt, also krank viel Geld und man kann auch sagen zu viel, aber das sind auch Leute, die irgendwelche 14-Stunden-Schichten und sowas machen. Also die sind auch so andere Menschen, also sie sind wirklich krank. Auf jeden Fall, anscheinend war er so ein Typ, der Kohle hat und auch sehr viel arbeitet und er hat das einfach so ganz stumpf erklärt. Er meinte, hey, sozusagen meine Frau und ich sind beide sehr erfolgreich, wir arbeiten sehr viel. Und der Ausgleich dafür war eigentlich, dass man sozusagen mit dem Geld so gute Urlaube hat und abends oft essen geht und so. Mhm. Und das fällt gerade alles weg. Ah, wow. Das heißt, also gerade man muss sich sozusagen reinversetzen in Leute, die krass, also dieser Lifestyle baut darauf auf, dass du dann die wenige Freizeit, die du hast, mit viel Geld einfach besser machst, geilen Urlaub hast und immer so schön essen gehst und so. Und wenn das alles weg ist, bist du einfach nur so ein Typ, der da so wie ein Wahnsinniger arbeitet, dann ergibt das ja gar keinen Sinn mehr. Scheiße. Also es ergibt auch vorher vielleicht kaum Sinn. Scheiße, aber jetzt armen Reichen, Alter. Gar nicht mehr, ja. Krass. Ja. Und wie? Aber die sind das Pärchen, die genau, die sind nach Moskau geflogen und hat sich da, aber Sputnik muss man auch, glaube ich, zweimal verimpfen. Das war die erste Dosis. Und dann waren die so Städtetrip-mäßig. Und sie hat auch Familie dort, deswegen hat sich das angeboten. Und dann meinten die, ja, in 3 Wochen kommen die wieder und dann sind die geimpft. Okay. Aber es ist immer noch nicht klar, dass du, ob du in Deutschland quasi das offiziell anerkannt wird, wenn du mit Sputnik geimpft bist, dass du dann auch, wenn es Freiheiten gibt, dass du die dann kriegst, weil Sputnik, weil Sputnik ja noch gar nicht zugelassen ist. Ah ja, auch okay, krass. In Deutschland ist es noch nicht zugelassen. Das dauert noch so. In der EU ist es noch nicht zugelassen. Ah, unglaublich. Aber Söder hat es schon bestellt. Ah, krass. Oder vorbestellt. Genau. Okay. Ja, interessant. Ich hatte einen witzigen Tweet gesehen im englischsprachigen Raum. Ich glaube, es war irgendein Comedian. Und er meinte, das fand ich voll witzig, er meinte, es wird safe Leute geben, die sich alle 3 Impfstoffe spritzen lassen, einfach so, um sicher zu sein. Ah. Weißt du? Und das finde ich witzig, diesen Gedanken. Weil das kann ich mir wirklich voll gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, was das dann ausmachen würde. Aber kannst du dir vorstellen, ich habe letztens mit einem Comedian telefoniert und das finde ich witzig, weil ich glaube, es gibt einige Leute, die so richtig schlechte Prognosen abgeben, wie die Pandemie weitergeht. So, also so richtig, also es war richtig dämlich. Ich meinte so, ja, bla bla, in den nächsten Monaten mal gucken, ey, vielleicht können wir im Sommer schon auftreten und so. Und die kommen ja jetzt, Impfen ist ja schneller geworden und so und bla bla bla, vielleicht haben wir Herdenimmunität irgendwie Ende, also so im Herbst oder so. Und er meinte so, ja, also ich glaube, im Oktober ist alles wieder weg, so, komplett echt? Weg. Ja, ah, ich glaub, so optimistisch. Ich glaube, so im Oktober, und ich meine so, also ich kenne mich nicht aus, aber ich war so, nein, auf gar keinen Fall. Krass, das haben alle schon letztes Jahr gedacht. Ja, aber jetzt kann man sehen, also sozusagen alles gelöst, also im Sinne von, ich meinte so, hey, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Oktober dann so Shows gibt, mit einem Platz Abstand und Leute müssen noch Maske tragen, aber dass wir wieder Indoor sogar Shows machen können. Und er meinte so, hey, ja, ich glaube, dann ist einfach wieder wie früher. Nee. Also nee, also auf jeden Fall nicht. Für Kinan und mich war eigentlich geplant, dass wir diesen Mai eine Show spielen, eine Doppelshow. Ja, in Hamburg. Nicht in Hamburg. Ich glaube in Berlin. Nein, in Berlin.
Ach so. Genau, genau. Und ah, nee, ich hatte das so. Ah, okay, ich hatte das. Nee, genau, genau, ja, ja, genau. Und ab irgendwann wurde es mir klar, also ohne, dass ich eine Mail bekommen habe oder ja, so, ja, oder irgendwie, was auch immer, dass es einfach nicht passieren wird. Ich war so, ja, ja, krass, das ist komplett unrealistisch. Also ich hatte mit dir dieses Gespräch so im Februar, glaube ich, oder so. So, hey, soll ich das machen? Ist das realistisch und so? Und du meinst, ja, ja, einfach machen, bla, bla, bla. Und ich habe mich jetzt schon drauf gefreut. Also, was ich habe mich, vor 2 Monaten drauf gefreut, aber währenddessen wurde es mir klar. So, also, kennst du das, wenn du eine Sache vermisst, die du mal jemandem ausgeliehen hast, und je länger es dauert, ist dir klarer, dass du es nie wieder sehen wirst? Ja, ja. Also, das, so geht es mir gerade mit den Shows auch. Also, mit jedem Tag ist mir klar, ah ja, krass, das wird einfach nicht passieren. Ja, aber zumindest ist dir das klar, weil ich kriege von Leuten, keine Ahnung, nicht oft, aber so alle 2 Tage gibt es eine Nachricht: Hey, hier in Eventim steht, dass deine Show Anfang Mai stattfinden wird. Schauen die keine Nachrichten, Alter? Wissen die nicht, was abgeht? Ja, keine Ahnung. Also, Eventim ist nicht der Bundeskanzler. Wow. Also, ich kann dazu nicht mehr sagen. Also so, es ist krass. Ich sollte eigentlich in Hamburg eine Show haben, in Dortmund. Das fand ich witzig. Ich habe die Veranstalter in Dortmund Stories machen sehen. Also ich wurde sozusagen verlinkt und dann gucke ich so und die hatten so Stories gemacht. Carlos Calanta hier bei uns im, wie heißt der Laden? Ach, in Dortmund. Einfach Open Air auch. Ich hatte den Laden im Kopf. Egal. Wann war das? 9.5. Ich weiß meine Tourdaten noch gar nicht mehr. Also, so, ja, wozu weiß, auch? Wozu auch? Das ist alles der gleiche Tag. Und dann dachte ich mir so, ah krass, so erfahre ich auch weiterhin, dass es, ich habe auch Mails bekommen, so, aber ich öffne gerade diese Excel-Tabelle nicht. So, hey, das ist der aktuelle Stand der Verschiebungen. So, ja, okay, cool, danke, gut zu wissen, aber. Ja, 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 das passiert so nicht. Und dann so, Carlos Calanta bei uns in 3 Wochen hier. Ja, ja. So, ich so, ja, weiß ich nicht. Ja, das, ja. Ob das so passiert. Nee, ich glaube eher nicht. Ich glaube auch eher nicht. Was ist deine Einschätzung? Wir hatten übrigens schon ein paar Einschätzungen und ich bekomme immer wieder Nachrichten von Leuten, die gerade alte Folgen hören, und für die ist es ultra witzig, weil das ist wie so eine Zeitreise, wie naiv man damals war, weißt du? Ah, okay. Genau, stimmt, weißt du, das ist eigentlich ganz witzig. Ich hatte ja auch am Anfang so 1-2 Corona-Jokes und die sind theoretisch schlecht gealtert, beziehungsweise das wirkte wirklich wie so fern. Also es wirkte wirklich, das passiert gerade woanders. Das war doch auch bei Stand Up 44 gibt es ein Video von unserem Crowdwork. Stimmt. Und da machst du auch irgendwas mit Corona und dann steige ich ein oder ich ja, weiß nicht genau. Mehr genau. Es gibt bei Stand Up 44 2 Videos. Also einmal unser Crowdwork und da kommt Corona vor. Also schaut euch das an auf Stand Up 44. Und dann noch Mindset bei Kobe Bryant kommt das auch am Anfang vor. Ah, kommt auch Corona noch. Ja, genau. Und das war beides im Februar genau. 2020. Genau, und das waren so die ersten Nachrichten von Corona in China. Ja, wo China ein bisschen so mehr, nee, das hat man schon im Januar gehört, aber das waren so die ersten Nachrichten, wo Leute in Deutschland das hatten. Nee, ich glaube nicht. In Bayern. Das war noch davor. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das davor war. Zumindest bei den Kobe Bryants. Okay. Also, denke ich. I don't know. Ja. Aber auf jeden Fall, keine Ahnung, meine Einschätzung ist, dass im Juli spätestens kann man irgendwas machen. Ich glaube schon, dass es im Herbst Shows geben wird. So, ja? Das glaube ich. Weil das wird ab irgendeinem Punkt dann nicht mehr nachvollziehbar sein. Also so, ich glaube, wenn die jetzt impfen, so, ich. Ja, es gibt auch immer mehr alle Druck. Gucken nur auf diese Impfzahlen. Eigentlich ist gerade das Ding, hey Mann, wir haben verloren. Ja, ja. So, wir halten das nicht mal. Also, gerade ist ja wirklich ein Moment so, hey, wir haben jetzt einfach krass hohe Inzidenzen. Es gibt nicht den politischen Willen, so durchzugreifen, wie das epidemiologisch Sinn machen würde. Das ja, gut ausgesprochen. Zeit gelassen. Es war ein Hindernisparcours. Ja. Man ist so, ja, okay, hoffentlich sterben nicht viele Leute und wir impfen ganz schnell jetzt. So fühlt es sich gerade an. Das ist, Was denkst du? Was ist realistisch? Ich glaube, in 2 Wochen. Ich glaube, in 2 Wochen wird es vorbei sein. Mhm. Komplett. Wir werden wieder auf Raves gehen. Nein, aber das finde ich verrückt. Es gibt anscheinend immer noch Raves. Ich habe einen gesehen. Es gibt immer noch Leute, die das machen. Ja. Jetzt aber ganz kurz, meine Einschätzung wäre ähnlich wie deine. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass schon vorher was möglich ist, also irgendwie in Richtung Open Air oder so. Ja. Yeah. Und allgemein, ich finde es absurd. Diese Aerosol-Typen meinten doch, ja, dass ja, alles cool ist. Natürlich, ja, natürlich. Haben die doch so gesagt. Nein, und ich finde es völlig, was soll denn diese Ausgangssperre erreichen, dass man nicht mehr draußen ist? Also, ja, das es geht dann darum, dass du Leute nicht mehr besuchst. Also, aber wie wollen die das dann, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen Quatsch alles. Also,
Es gibt ja jetzt mittlerweile diese Studien, oder? Also die meisten stecken sich auch an in Großraumbüros. Ja. Und irgendwie, keine Ahnung, beim Einkaufen. Und das ist beides immer noch so auf. Also das ist irgendwie komisch. Also das nervt mich auch. Ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Wochen Sonntag Leute aus einer Kirche rauskommen sehen. Also wirklich so, einfach echt viele. Ich weiß nicht, also ob die da überhaupt Abstände hatten oder so, ob das Gott wichtig ist. Ich aber möchte Gott nah sein und meine Mitmenschen kam raus fern. Mit einer Maske, mit Mundschutz. Mhm. Und dann dachte ich mir, ey, krass, ja, aber das ist quasi auch einfach nur eine Show, bloß für Gott. Also warum dann nicht auch im Oblomov eine machen mit Hygienekonzept, wie wir sie schon hatten. Die haben Sets, die 2000 Jahre alt sind. Das stimmt. Wir würden neue Jokes ausprobieren. Ey, achso, das geht Christentum, nur für, ja, so Religion testen nicht. Ah ja, das geht nur für altes Material. Ja, ja, man die darf spielen immer Material das gleiche Zeug. Yes. Das erprobte. Yes. Das erprobte Zeug. Naja, was uns auf jeden Fall bleibt, ist zu hoffen. Die zu Hoffnung hoffen. Stirbt zuletzt. Und das wäre auch mein Wort zum Dienstag. Dein Wort zum Dienstag. Ich habe noch eine Doku-Empfehlung. Aha, schieß los. Übrigens. Trump? Nein. Und zwar fand ich richtig gut, weil man dazu dann doch nicht so viel weiß. Es gibt auf Arte, ich hoffe, die ist noch in der Mediathek, aber ich habe sie vor ein paar Tagen gesehen. Eine Doku zu Dieselgate heißt die Doku. Dieselgate. Ich habe sie gestern gesehen, aber nicht geschaut. Ich habe sie nur gesehen. Also ich habe nur den Thumbnail gesehen. Ah, okay. Ja. Mega cool. Den ganzen Hintergründe. Und da gibt es einen Typen und der wird diesen Podcast nicht hören. Und ihn wird keiner kennen. Aber das ist so ein sympathischer Typ gewesen. Und so cool und so krass und so ein Vorbild auf eine Art. Weil dieser Typ war oder ist ein Whistleblower aus der Industrie. Ah, geil. Und wir feiern Whistleblower. Ja, und quasi Whistleblower werden immer fertig gemacht. Und gerade in Deutschland gibt es für die voll wenig Schutz. In den USA, Whistleblower aus der Industrie, gibt es ja gewisse Gesetze, die noch mal mehr schützen. Wusste ich auch nicht. Und der Typ hat, also der Skandal war ja so ungefähr, grob gesagt, VW hatte eine Software eingebaut in ihre Diesel um diese Abgasvorrichtung, dann immer, wenn diese Autos auf dem Testding sind, um dann diese Werte einzuhalten, die vorgegeben waren, was Diesel an Milligramm, was weiß ich was, Stickoxide oder was auch immer. Und das ist halt, dann hatten die das per Software geregelt, aber auf der Straße hat er trotzdem irgendwie das 5-fache oder 10-fache oder was auch immer überschritten. Also sie haben einfach, es war einfach Betrug und es war ein krass Gesetzesbruch. Okay. So. Und dieser Typ hat bei Bosch gearbeitet. Und Bosch hat als Autozulieferer diese Software, eben dieses Gerät an VW. Sozusagen. Also er war sozusagen voll nah an der Sache. Und er hat quasi in der Firma immer wieder mit Leuten geredet, mit Vorgesetzten und auch in deren eigenen Forum online gesagt so, hey, das ist irgendwie komisch, was wir hier gerade herstellen und was wir da, das ist doch nicht okay. Das kann doch nicht sein. Und so. Und irgendwann wurde er unbequem und die haben versucht, ihn komplett kaputt zu machen. Ah, krass, wow. Und das ist krass, weil er war, soweit ich mich noch erinnern kann, auch im Betriebsrat. Und die einzige Art, wie man einen Betriebsrat kündigen kann, ist irgendwie, es gibt so wenige Möglichkeiten, ist, wenn er angeblich eine Gewalt jemanden androht und so. Und die haben einfach so Stories erfunden, wie er angeblich Und man hat sich quasi gegen ihn verschworen und gesagt, hey, der Typ, und dann hatten die so Zeugen oder was auch immer, hat in der Umkleidekabine diese Kollegin bedroht, dann hat er das gemacht und alle Sachen, die er nie getan hat. Und er wurde quasi entlassen aus der Firma und dann aber sozusagen quasi mit Arschtritt und damit auch so, also man hat ihn dann sozusagen auf eine Art entlassen, dass es auch unmöglich wird für ihn dann woanders Arbeit zu finden, weil er dann auch ein scheiß Arbeitszeugnis bekommen hat und, also so. Wow. Und der Typ man hat versucht, ihn kaputt zu machen. Und das fand ich voll krass, weil er war dann irgendwo eingeladen. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Carsten vom Bruch. Ich hoffe, ich habe diese Geschichte auch nur einigermaßen richtig wiedergegeben. Absolut, hat mich wirklich mitgenommen. Also es hat mich wirklich so berührt, dass es so Leute gibt. Und der so krass persönliches Risiko eingegangen ist. Krass, also so gegenüber seinen Chefs und so, das gesagt hat, was gesagt werden musste. Andere Leute haben sich das nicht getraut. Für seine Überzeugung einzustehen, obwohl es nicht einfach ist. Obwohl du alles verlieren kannst. Währenddessen
Hauskredit abzubezahlen, vier Kinder, volles Risiko, das ist krass. Und er war dann an der Uni irgendwo geladen und hat dann darüber geredet kam selber aus dem Maschinenbau, bei irgendwelchen Ingenieuren, und das war irgendwie so ein Kurs, ich weiß nicht, was es war, ich glaube irgendwas mit Ethik und Ingenieurs, bla bla, oder irgendwie sowas. Irgendwas mit Ethik und Diesel. Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und dann hat er darüber geredet, und die zeigen dann so die Studenten, so diesen Anfang 20, und die hören so teilweise gelangweilt zu. Und ich musste so dran denken, wie es war, so Student zu sein. Und ich dachte mir so, ich weiß es nicht, aber so krass, als ich so alt war, man checkt diese Stories nicht so richtig, was das bedeutet. Ja, ja, klar. Weil man so Anfang 20 ist und sich denkt, hä, was Hauskredit, so, ich wohne in der WG, so, er kann auch in der WG wohnen. Also man versteht gar nicht, was das… Man versteht gar nicht die Kosten dieser Handlung. Genau. Man versteht gar nicht, was es heißt, einen Chef zu haben und wie schwer es ist, Nein zu sagen, ja, und allgemein, wenn man im dann, Zahnrad drin natürlich, ist. Natürlich, und dann diese Dynamiken am Arbeitsplatz auszuhalten. Ja, ja, also ja. Man denkt sich so, ja, nein, das stimmte ja nicht, dass er jemanden geschlagen hat. Hä, er kannte ja die Wahrheit oder so. Ja, ja, nee, genau. Nee, ist richtig toxisch. Also, das ist richtig krass, und diese Macht abzukriegen und er meinte so, wie krass diese Vorgesetzten dann irgendwann auf ihn reagiert haben und so, und das alles auszuhalten und dann vier Kinder zu haben, ein Hauskredit abzubezahlen, existenzielle Angst zu haben. Crazy. Also wirklich die Angst, dass du komplett dein Leben ruiniert hast. Krass. So, und das ist ja, da ist er komplett durchgegangen, und dann gab es dann so am Ende noch in der Doku, hat er vorm Arbeitsgericht, hat er dann auch Recht bekommen, und die mussten ihm Gehalt nachzahlen und bla bla. Das war voll der emotionale Moment. Seine Mutter war da, hat ihn umarmt, die irgendwie hat fast geweint oder irgendwie sowas. Und das war voll, voll krass. Und es ist voll der… Was macht er jetzt? Ich habe ihn gegoogelt und habe dann so LinkedIn-Dinger gefunden. Kennst du das bei LinkedIn, dass man dann einfach so, okay, ich muss jetzt Mitglied werden, um hier weiterlesen zu können? Ach so, ja, also. Ja, klar. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber anscheinend, ich glaube, die Doku war auch gut für ihn, glaube ich. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwas stand da mit Dozent. Vielleicht ist er jetzt an der Uni oder so. Aber ich habe mir gedacht, falls wir irgendwann mal so Gäste haben sollten, wäre es so geil. Das wäre irgendwie tatsächlich mir eine Ehre, so einen Typen mal irgendwie so kennenzulernen oder sowas. Ihn und Assange. Ihn und Assange, ja. Also so, er meinte auch, das ist so krass, als Gesellschaft ist man voll auf so Leute Whistleblower angewiesen. Ja, ja, das und die profitieren voll. Snowden. Und die Leute werden so im Regen stehen gelassen. Ja, also ja, so seine Worte, so, du hast keine Sicherheiten. Du bist auch in einer Situation, die gar nicht vorgesehen ist. Keiner kann dir auf einmal helfen. Die Gerichte sind voll langsam und so. Und irgendwie wollen alle Helden haben, aber es wird den Helden wirklich schwer gemacht, Helden zu sein. Ja, ja. In den USA ist es irgendwie anscheinend gesetzlich so, dass wenn du Whistleblower bist, erstmal wirst du quasi ermutigt, irgendwie so, und du kriegst dann Anteile, Prozente von der Klage, also sozusagen, du sagst, hey, mein Arbeitgeber macht hier was Illegales, dann wird er quasi verklagt auf so und so eine Summe, und dann kriegst du davon Prozente. Und die können niemals gegen dich gerichtlich vorgehen, dass du irgendwie einen Arbeitsvertrag gebrochen hättest oder irgendwie sowas. Und ich glaube, in Deutschland ist es auf jeden Fall schlechter. Ich weiß nicht, wie es geregelt ist. Ist es nicht auch bei Snowden das Ding, dass er irgendwie dann theoretisch gar kein Gesetz gebrochen hat oder so? Ist es nicht das? Ja, genau. Die haben versucht, dieses Spionage-Act von 1917 oder sowas gegen ihn zu verwenden. Bei Assange oder bei Snowden? Bei Snowden. Naja, ich glaube. Okay. Oder gegen beide? Ich weiß ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, aber beiden ich finde übrigens, dass Whistleblower, weil das sind eigentlich Helden, sozusagen, die nehmen sehr viel Verantwortung auf sich und leben mit diesen Konsequenzen. Ja. Dass dieser Begriff einfach geändert werden sollte, weil es kein bisschen zu dieser heldenhaften Tat passt. Es klingt also, voll klingt so klein. Petze. Ja. So, hey, du Petze, ich kann nicht pfeifen, aber genau, keiner mag Petzen. Ja, aber, ja, total. Naja, und es sollte irgendwie so Money geben. Man sollte dafür belohnt werden. Also es sollte irgendwie so, ich finde es voll krass, wofür. Oder eine Massage oder so, irgendwas. Ja, irgendeine Fußreflexmassage. Ja, oder irgendwie so eine, hier, keine Ahnung, Gutschein für eine Autowaschanlage oder so. Ja. Aber okay. Deswegen, Carsten vom Bruch. Shoutout. Shoutout an ihn. Ich hoffe, alles ist gut da. Und who knows? Vielleicht haben wir irgendwann Gäste und ich hätte so jemanden voll gerne mal als Gast. Ich auch.
Okay. Okay. Wir sind echte Berliner. Ich bin echter Berliner. Ich hab Hunger. So, ihr kennt Leute, es. Ihr kennt es. Folgt Daniel uns. Wolfson, @DanielWolfson_ und mir @CabusCalante. Genau. Mir auch gerne auf Twitter. Genau. Bei dem gleichen Handle. Und was wolltest du noch sagen? Und abonniert. Das hätten wir vielleicht früher sagen müssen, abonniert uns auf Spotify. Ja, yeah, auf jeden Fall. Viele und Leute sagt es so. Anderen Leuten Bescheid. Alle Leute sind aktuell podcast-hungrig. Füttert die. Njam, njam. Njam, njam, njam. Lecker Podcast. Daniel Wolfson, Chaos Galanter. Okay, das war's für diese Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.